Ich muss, glaube ich, mal eine Kiste mit Storage Spaß machen. Aha, was bin das? Weiß ich nicht. Oh. Ich brauche meinen Magneten, ich muss den Magnet einbauen. Genau, ich wollte dich noch fragen, was der Magnet eigentlich ist. Der tut einfach die im Umkreis von was weiß ich. Nein, wo der im Assembly Table ist. Ach, in diesem Table da halt. Hä? Magnet? Ja, in diesem Table, was das ist. Ja, der Magnet, da kannst du... In welcher Ding ist denn der? Hose, Brustplatte? In deinem, In der Chest Plate. Armor, ja. Ding. Chest Ding. Ach, hier ist der Magnet. Zwei Magnete und ein Kontrollcircuit braucht man dafür. Mach mal das, dann ist gut. Zweimal. Dann hast du es und ich und dann... An- und ausschalten. Wenn du die ganze Zeit an, ist es auch blöd. So. Jetzt ist es wieder dunkel, aber das ist ja irgendwann egal. Permanentmagnet. Ah ja, die werde ich auch noch brauchen für den Fusion Reactor. Da wird es auch mal Zeit, dass wir anfangen. Fusion Reactor? Soll ich die automatisieren? Was? Diese Magnetdinger. Warum? Ich mach's einfach, es ist nur ein Rezept, weil alles andere kann er herstellen. Dann mach. Fragt er mich da. Ach, es gibt zwei Möglichkeiten. Dann nehme ich die Reception Coil, die sind billiger als die Advanced Circuits. Ja, dann mach das. Hier ist Eisen. So, mehr Eisen. Ach, da schmilzt noch Glas durch. Kupferleiche aber in der Wand, da haben wir genug von. Aluminium aber auch. So, dann brauche ich vier Magnete, mein Freund. Ja, ich schneide Aluminium nicht mit. So, da, das kann bleiben, das hier kann bleiben. Da steht mal ein Loch in der Wand zu. Was war das? Kohle! Kohle. So. So. Hm. Gut, dann haben wir das da haben wir, das da haben wir, das hier kann noch. Und. Das muss hier noch weg. Hä? Dann mache ich mir mal einen Stick von den Dingern. Ich brauche sowieso mehr. Ich habe gerade eben zwei Sachen gecraftet, die jetzt nicht mehr auf einmal existieren. Komisch. Redstone Reception Coil. Ich habe gerade zwei Stück gecraftet. Habe ich die weggeschmissen? Nö. Mit dem Spiel kaputt, das macht mir langsam echt Angst. Hm, komisch. Laser Drill tut er eigentlich auch Glowstone machen? Ja, macht er. Gut. Dann ist das gut. Meine Maus hört man sehr laut, ne? Yay, ups. Das. Magnet. Zwei Magnete und jetzt brauche ich noch zwei von diesen anderen Dingern da. Manchmal kann ich mich nicht entscheiden, ob ich auf das Access-Terminal gehe oder auf das andere Dingsbums da. So. Haben wir die Dinger hier gemacht. Währenddessen kann ich kannst ja eigentlich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche 6 Pulverizer und 6 Öfen. Nee, 7 Öfen. Kannst du mal weißes Holz machen?
Ist doch da. Macht er doch gerade. Weißes Holz. Meinst, ach so. Ja, kann ich machen. Bitte. Was ich alles machen soll. Ja, sonst muss ich jetzt rüberkommen. Ja, dann komm doch mal rüber. Ja, dann komm ich halt rüber. Ist so weit weg. Oh, bin da. Florett. So, ja, ich mach schon. Ach so, nee, komm schon. Hin. Das ist total einfach. Ich brauch diesen Pinsel, weißt du? Ja. Ich weiß ja, wie es geht. Dann brauch ich. Ja, warum suchst du dann nach Colorit? Und auch gut. Ups. Ding, ding, ding. Wieso krieg ich jetzt Power Armor Dinger hier? Control Circuit und. Du wolltest doch den Magneten. Magnet, ja, da hast du mir das gerade gegeben. Achso, da musst du mir sagen, dass du das gerade machst. Ich glaube, das Spiel ist bei mir endgültig im Arsch. Was hast du mir jetzt gemacht? Den Magneten war das, ne? Ja. Spackt bei dir dieser Magnetbalken auch so rum, wenn du den auf voll stellst? Bei mir spackt der total rum. Ich mach mal nur, ja, 5 Meter. Ich glaube, das reicht. 5 Blöcke. Verbraucht ja viel Energie. Weiß ich nicht. Was habe ich denn noch frei für einen Key? Ich mach mal auf V. Ich lasse den mal so. Nein, das habe ich nicht ausgesaugt. So, 15. 15 Meter. Alle Blöcke in 15 Metern Umkreis. Damit lässt sich bestimmt schön Glowstone abbauen. Ja. Wenn, jetzt meine, wenn ich meine Säge jetzt wegwerfe, dann habe ich die sofort. Wenn du mit dem Hammer irgendwas abbaust, ist alles sofort da. Ja, ist doch geil. V, Magnet Turn Off. Sehr schön. Das kommt, ist er jetzt an? Nee, jetzt der Magnet an, ist er aus. Okay. Ich habe das alles noch auf I liegen. Oh, wie dunkel das hier ist. So, hier in den Raum. Jetzt habe ich was umsonst gemacht, egal. In dem Raum hier. Will ich die Essenzberries bauen? Kann natürlich noch weiter in die Wand. Sehr gut, sieht schon mal geil aus, muss ich sagen. Was? Die Wand was hier. Ursprünglich, also wo ich zum allerersten Mal überlegt habe, was wir hier reinmachen, da habe ich diese Colored Bricks genommen. In der blauen Ding, bis ich dann gemerkt habe, dass wir dafür Lapis brauchen. Da habe ich gesagt, naja, das ist ein bisschen zu viel Lapis, was wir da brauchen. Außerdem meinte Marcel, dass wir die sowieso nicht alle in einer Farbe machen, weil es ja verschiedene Räume werden. Genau. Ja, also das ganze Holz, das wird jetzt verarbeitet, das Rubber wird verarbeitet. Ich werde allerdings nicht alles Holz verarbeiten, sondern Oakwood werde ich hauptsächlich übrig lassen. Also nicht als Bretter, sondern halt jetzt ein normales Holz, falls wir mal was aus normalem Holz bauen wollen. Und ja, die Frage ist jetzt, was brauche ich jetzt noch? Eigentlich brauche ich noch meine Maschinen. Ich brauche 6 Öfen und 6 Pulverizer. Thermal Expansion, die Mod, um der sich hier eigentlich alles dreht, weil die eigentlich alles macht. Ne, ich brauche 7 Öfen. So, wie bauen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. 7 Öfen brauche ich. Ich weiß es nicht, Kevin, das heißt, sag mal. Von den 7, was Kevin, denn? Ja, wie baue ich denn das jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, Harvester habe ich, die Büsche habe ich, den Overdinger habe ich. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier baue. Also wie, ich meine, wie der Platz hier von dem Raum, ne? Ich brauche sogar 8 Öfen. 8 Öfen brauche ich. Wie ich den Raum jetzt einteile, meine ich jetzt halt, und 6 Pulverizer. Könntest du mal vielleicht kommen? Nein, jetzt habe ich eins zu viel gemacht. Ach, scheiß drauf. Eins. Moment, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bauen wir hinten an die Wand. 1, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 4. Oder nicht? Ich weiß ja nicht.
8 aber Öfen und 6 Pulverizer. 2, 3, 1, 2, 3. 1. Ist das jetzt eigentlich hier Tin? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ME, dann brauche ich jetzt die Precision Export Buses. So brauche ich davon 7 Stück. Dann crafte mir mal bitte 7 Stück. So, hier Kevin, da steht. Da Scham steht. Da steht. Da tief. Dativ. Ja, Dativ, okay, keine Ahnung. So, jetzt muss ich da irgendwie nur noch. Schlag mir hier oben immer noch den Kopf an, wir müssen die Ding hier mal ausbauen. Oder so, wollen wir das so? Weiß ich nicht. Au! 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 So, oder? Mach dir mal eine Kanne. Au! 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 So, ist gut, so, ist gut. Das gibt nicht mal Schaden. Ich weiß. Aber ich verliere Energie. Ja, ein bisschen. So gut, oder? Nach Bedarf kann man das ja vergrößern. Ja. Bin ich jetzt eigentlich schon unsterblich? Ja, mit Lava stirbst du nicht. Und ja. Vom Enderdrachen sterbe ich auch nicht. Na, eigentlich nicht. Dann können wir ja bald schon Wizard Boss Battle machen. Ja, gut. Ich brauche nur noch ein Schwert, was Ultra Damage macht. Ja, dann mach dir endlich mal eins. Ja, ich muss ja die Automatisierung machen. Aber dann machen wir, von denen tun wir kein Sludge abziehen, oder? Nee. Das machen wir nicht. Der braucht ja nur Strom. Und die. Muss ja nicht sein. Kann man machen, muss man aber nicht. Also Strom an der Seite, ne? Und unten drunter kommen dann die Pipes. Die Dingspipes. So, dann mache ich das so. Oder habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ja. Sind die im ME-System, die Pipes? Ja. Welche? Ja, die Pipe, also die Dingspipes hier, das sind so. Nee, die Item Conduits, die Item Ducts, ja. Die hab ich noch, da musst du neue machen. Dann legst du mal, okay. Weil ich brauch die gerade. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich stelle jetzt halt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öfen auf. Dann stelle ich die Pulverizer direkt oben drüber. Weil halt für die ganzen Erze. Also zum Beispiel Kupfer. Ja. Als Nebenprodukt noch Gold und das landet halt hier unten. Und deswegen ist es halt doof, weil wenn dann irgendwas anderes da reinkommt, dann wird es blockiert, weil hier unten noch Gold drin ist und dadurch wird die ganze Produktion aufgehalten. Deswegen mache ich das Ganze so, dass hier oben der Pulverizer ist. Oben ist der Eingang und unten ist der allgemeine Ausgang. Dann wird alles nach unten direkt in den Redstone Furnace geschmissen. Der hat oben seinen Eingang, empfängt die Items, es wird direkt durchgebraten und wird dann wieder unten ausgegeben. Welche Hardenets sind da drüben, ne? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob dann reichen. Mach mal einfach mal ein paar mehr. Hardenet. Räuschen, ne? Ja, was brauche ich denn da? Ingwer-Nugget. Hardenet. Hardenet. Leadstone, naja. So, Achtung, jetzt aufgepasst. Bei diesem Pulverizer hier werde ich das anders einstellen. Und zwar ist der hier jetzt halt für Faroos Ohr wollte ich ja anders machen. Wir haben nicht zufällig Redstone-Erz da. Nein. Da müsste ich abbauen gehen. Ah, oh, scheiße. Weil ich wollte es ja mit dem Faroos-Ohr so machen, dass ich da immer Shiny Metal bekomme. Und nicht nur immer zu 10%. Geht doch gar nicht. Brauchst du erstmal Redstone. Ja, Redstone-Erz. Kann ich ja mit Blutsamkeit abbauen. Ah, da kriege ich es auch nur zu 25%. Stimmt. Ja, dann... Na, egal. Dann muss ich das nämlich jetzt halt hier so machen, dass hier an der Seite das Pulverized Shiny Metal rauskommt, weil das wird sonst zu einem Metal-Barren, zu diesen Barren geschmolzen. Was allerdings Blödsinn ist. Ich
kann sie mal ganz kurz zeigen. Also das hier brauchen wir und das hier brauchen wir nicht. Und dann müsste ich diesen Shiny Ingot wieder zu Pulverized Shiny Metal machen, was ja Quatsch ist. Deswegen tue ich das Shiny Metal direkt hier so einstellen, dass das raustransportiert wird. Und unten kommt dann das Verruß rein. Das wird dann durchgeschmolzen. Nein. Doch. Nee, hier war er. Und wir haben Energie. Noch nicht. So. So, dann hier schnell überall die Redstone-Control ausschalten, falls da mal irgendwie ein Redstone-Signal drankommt, dass da ja nichts passiert. So. Gut, dann sollten in der Zwischenzeit meine Basse fertig sein. Ja, 5 Stück habe ich immerhin schon. Wow. Zu wenig. Hat er die jetzt weggeschmissen? Ja, ich habe zu wenig, Marcel. Auch das. So, ja. Und dieser Ofen hier, der ist jetzt halt für alle Erze, die man nicht pulverisen kann. Ja, das soll es geben. Es gibt Erze, die kann man nicht pulverisen. Deswegen lasse ich die direkt durchschmelzen. Dann brauche ich mal Spitzhacken. Nur Spitzhacken? Ich will. Oh. Ja, das hat ja Marcel nicht gesehen, das machen wir ganz schnell anders. Etwas? Nee, nix. Stell mir vor, er kommt. Stell mir vor, er kommt und zieht. Was macht der denn da drüben? Muss ich jetzt hingehen? Schnell hingehen! Was baut der denn da drüben wieder für einen Scheiß? Nix! Nix? Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Guck, hier, alles schön. Wo bist du denn? Ja, hier unten. Wo ist denn da hinten? Was hast du denn gebaut? Ja, automatische Erzverarbeitung habe ich gebaut. Ja, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Ja, nix, das sage ich dir doch nicht. Ja, doch, sag. Komm. Nee. Ja, sag. Ja, dann schreist du nur wieder rum. Ja, war's doch schon. Man, jetzt sagt er das nicht. Ja, genau. Das gibt's ja nicht. Oh. Meine ich mache dem hier eine Brücke und. Ja. Ja, eigentlich kann ich mir diese Pipe hier sparen, ne? Jetzt habe ich das hier gebaut und jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich sterbe jetzt, komm. Nee, das geht nicht. Gut, die hier müsste ich nochmal umstellen. Hier. Ein wenig Platz. Und auch reicht. 1, 2, 5. So, Eingang. Eingang. Plus Kiste. Eingang. Eingang. Stellen wir die dahin. Na, ich komme hier so nicht dran, richtig. So. Dann ist das schon mal besser so. Ich frage mich, warum mir Marcel kein Schwert macht. Das musst du dir mal selber machen. So, was gibt's noch? Was gibt's denn noch so für Farben? Ich mich auch mal mit der Mod beschäftige oder was? Ja. Also wir haben. Genau, hier das muss ich noch machen. Ich weiß nicht mehr, wie groß das war. Marcel, jetzt sag mir mal, wie ich das hier jetzt baue. Kevin, wie groß waren die Fenster denn eigentlich schon? Die Fenster heiße ich nicht mehr. Was für Fenster meinst du? Ich habe keine Ahnung. In die Räume von der Farm. Ach so, die waren 3x2. Gut. Nein! Das ist unglaublich, was hier gerade passiert. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. 1, 2, 3, 1. Ups. Das ist aber unsymmetrisch. Ja gut, von innen, von außen nicht. Stimmt auch wieder. 3, 1. 1, 2, 3. Sieht scheiße aus. Piep, piep, piep. Oder wollen wir Gold verdreifachen?
Keine Ahnung. Weil in dem Fall hätte ich jetzt halt Scheiße gebaut. Oder? Ja, Scheiße gebaut. Nee. Ich weiß, ich baue eine Brücke und er baut Scheiße. Ich weiß auch nicht, was er macht. Krass, haut da raus, juckt ihn nicht. Natürlich. Krass. Krass. Ja, so ist das halt, ne? Krass, dann geht das Käfer dazu, das ist schön. Dann haben wir hier wieder einen Dreier. Dann haben wir hier wieder einen Einer. Dann haben wir wieder einen Dreier. Dann haben wir hier einen A. Ab sofort heißt er Krasskräfter. Das ist nicht symmetrisch. Das muss eins weiter und auch links. Rechts. Der Krasskräfter. Oh Mann, ich muss die Farm hier umbauen. So scheiße. Weißt du, der ist so richtig krass, der Krasskräfter. Du bist doch scheiße, was hier ist. Was ist denn? Was mache ich denn? Ja, du ja nicht. Ich lasse so, einfach ich so. Merkt auch kein Mensch. Klar, alles ist scheiße, nur ich nicht. Nee, das ist unsymmetrisch, das gibt's doch nicht. So, das ist jetzt total umständlich gelegt, ist aber besser als alles andere. Kann man mir sagen, was man will. Das ist unsymmetrisch. Ich komme hier wieder nicht raus. Vielleicht ein bisschen zu viele, aber... Optimal ausgeleuchtet? Nee, ne? So muss man ausleuchten, so. Oh, hier ist nicht ausgeleuchtet, scheiße. Und so auch noch? So, jetzt aber... Ein Scheiß, jetzt ist hier... Oh. Ein Scheiß, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ich weiß es nicht, weil ich... Ja, zwei, eine Stunde 36. Ah, das geht ja noch. Das Problem ist, ich komme hier nicht mehr raus, ne? Ja, dann bleib halt drin. Leck mich. Nee. Ich bleib doch nicht einfach drin, bist du verrückt? Doch. Ne? Was? Bleibst du jetzt was, drin? Was ist denn mit dir los? Was ist bleibst denn? Da jetzt drin? Was ist denn los mit dir, ey? Ich glaube, wir müssen ihn mal holen gehen oder so. Ja, dann hol mich halt. Er sagt auch nur, dass ich's machen soll, krass. Wieso ist Apatiterz in meinem ME-System? Weiß ich auch nicht. So, wollen wir noch irgendwas verstecken? Nee. Wieso gibt's denn keine Monster mehr, ey? Sind tot. Alle gestorben. Mann. Ich hätte mal voll Lust, jetzt rauszugehen und einfach so wieder Creeper kaputt zu schlagen. Das habe ich viel zu wenig. Wir müssen ein paar hundert Blöcke weit wegfliegen. Ja, 128 oder so. Ja. Ein paar hundert. Magnum Torch ist zu krass, dann brauche ich da hinten auch gar nicht ausleuchten. Eigentlich nett, aber... Das ist eigentlich total unnütz. Ja. Ja gut, tu mal jetzt Gold verdreifachen oder nicht? Kann mir egal sein. Eigentlich schon, eigentlich sollte man es machen. Oh Mann, es ist so eine schwierige Entscheidung, aber dann habe ich ja alles falsch gebaut. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe doch seit der Scheiße gebaut. Nein. Hat nix bedacht, hey. Das ist ja, was nix bedacht? Was für nix bedacht? Ich habe hier bis jetzt alles bedacht. Nee. Doch. Nee. Das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, ich craft jetzt das Deep Dark Portal. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist die Decke. Und das ist hier total scheiße. Gehen wir heute noch Deep Dark, Marcel? Gehen wir heute noch Deep Dark? Ja, gehen wir heute noch. Ja, wir haben noch Zeit.